Das komplette Aufnahmepult. Diese steinalten Mikrofone hier. Kennt ihr das irgendwoher? Schlafraum. Hier war dann so ein kleines Arztzimmer. Krankenrevier. Und noch immer sitzt er im Bunker. Von unten beleuchtet. Fetter, massiver Schallschrank. So eine Art Bücherei hier. Die ganze Tontechnik. Und so eine Gasmaske hier oben. Fernmelderaum. Man stelle sich vor, wir befinden uns in der absoluten Katastrophenlage. Eine Atombombe ist mit voller Wucht in unmittelbarer Nähe eingeschlagen und nun versuchen wir so schnell es geht Unterschlupf zu finden. Ein liegen gebliebenes Auto, Regen und das alles mitten im Wald. Unheimlicher könnte es eigentlich nicht sein. So sind wir also auf dem Weg zum nächstgelegenen Atomschutzbunker, um dort vorerst einmal sicher unterzukommen. Auf jeden Fall hier erstmal schön die Drucktür. Na, Türe bitte geschlossen halten, daran halten wir uns natürlich. Dann hängen hier halt schön stilistisch so alte Kittel. Dann so eine Gasmaske hier oben. Irgendwie unheimlich, aber auch beeindruckend zugleich. Das dürfte dann ja hier Dekontaminationsdusche wahrscheinlich gewesen sein. Sieht ja alles recht steril hier eigentlich aus. Und dann eben von hier aus in den eigentlichen Bunker rein. Hier sind auch nochmal zwei dicke Türen. Und ihr seht schon überall. Leuchtet hier auch noch Licht. Mega. Geil, wie der Schalter noch nachleuchtet, ey. Hier auch die grünen Streifen. Das sollte man nämlich auch nochmal erwähnen, das Ganze ist ein Atomschutzbunker mit 3 Meter dicken Außenwänden aus Stahlbeton. Genau, das heißt, wir haben wieder die grünen Streifen an den Wänden und es ist übrigens wirklich verdammt kalt hier drin. Ich habe so ein bisschen den Fehler gemacht, habe eine kurze Hose angezogen. Wir waren am Wochenende noch auf Tour, da hat das irgendwie ganz gut gepasst. Ja, und hier drinnen mit 7 Grad, naja. Ansonsten hier schon mal der erste lange Gang. Entgiftungsraum. Ihr seht hier schon so ein kleines Sanitätskreuz. Der Bunker hat 4 Etagen. 3 davon kann man, soweit ich weiß, ganz normal betreten. Und die 4. Etage ist dann sozusagen so ein Keller, wo man aber kriechen muss. Krankenrevier. Okay, hier war dann so ein kleines Arztzimmer. Zu einer Liege und typisch hier, das kenne ich auch mal vom Arzt, das menschliche Herz, weil das immer noch mal schön ein bisschen mehr Panik bekommst, wenn du hier beim Arzt liegst. Sonst so ein kleines Tischchen hier. Ey, das ist so krass, ne? Wie alt das ganze Zeug ist. Schönes Telefon mit Wählscheibe, davon werden wir übrigens auch noch einige hier drin sehen. Und dann eben hier, ja, zum Vorbereiten und sowas von irgendwelchen Spritzen oder so für den Arzt. Genau. So, und angenommen, du hast hier was gebrochen. Ich weiß nicht, ob das hier theoretisch hätte behandelt werden können. Aber dann hast du hier so ein kleines Krankenzimmer. Zimmer 108, Krankenzimmer. 2 Doppelbetten. Ja. Bundeseigentum. Ich muss ein bisschen auf den Kopf lesen. Aber hier oben seht ihr es nochmal, beziehungsweise auch wieder auf dem Kopf. Aber die Decken sind alle beschriftet mit Bundeseigentum. Also man merkt, es ist wirklich eine ganz andere Zeit als heute. Sowas würdest du heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Man muss auch dazu sagen, wie so oft ist das Ding in der Zeit des Kalten Kriegs gebaut worden. Das heißt, es kam nie zum Einsatz, war halt nur für den Fall der Fälle, dass eben nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal eben irgendwie ein atomarer Krieg oder sowas ausbrechen würde. Und deswegen, ja, ist das Ding hier sowieso noch in so einem guten Zustand. Es ist halt so unfassbar riesig. Man weiß gar nicht, was man zeigen soll, dass das Video einfach nicht hier den Rahmen sprengt, ne? Das ist so Wahnsinn. Räume 130 bis 147. Auch nochmal sehr schön ein Schild über der Tür. Und daneben rechts und links Zimmer. Genau, hier war es nämlich so, du hast sozusagen im Schichtdienst gearbeitet. Also es haben immer 100 Leute geschlafen und die anderen 100 Leute haben gearbeitet. Und dann wurde wieder gewechselt alle 12 Stunden und deswegen gab es nur 100 Schlafbetten. Statt 200, weil immer mindestens 100 Leute gearbeitet haben. Genau, es hätte hier halt quasi nie den Fall gegeben, dass hier alle Leute gleichzeitig schlafen. Deswegen brauchst du halt auch nicht mehr als 100 Betten. Ach, krass. So eine Art Bücherei hier. Tausende Bücher, Schreibmaschinen und so weiter und so fort. Hier
drüben geht's auch nochmal weiter. Schlafraum mit einem 3-Betten-Hochbett sozusagen. Und auch das ist, so wie es uns erklärt wurde, relativ Premium gewesen, was du hier verbaut hattest. Ihr seht, es sind richtige Federkernmatratzen auf einem richtigen Bettgestell hier montiert. Denn, wenn wir uns mal zurückerinnern, das war im Krankenhausbunker glaube ich auch so, da gab es nur diese Betten, die quasi so an der Wand befestigt waren, die einfach frei hingen. Und da gab es keine Matratze oder was weiß ich, das war einfach nur so ein Gummizug, der da gespannt war, wo du dich reingelegt hast. So kann man es eigentlich fast beschreiben. Hier in der Ecke haben wir nochmal ein sehr spannendes Lager, beziehungsweise kann sogar sein, dass hier Arbeitsplätze waren. Zutritt nur für Fernmeldepersonal. Ja, dann war das hier wahrscheinlich wirklich der Fernmelderaum. Das sind ja so Fernschreiber, so alte. Dann haben wir hier so ein kleines Band eingespult. Und hier oben wurde dann immer auf frisches Papier rausgedruckt. Ich glaube, ich gehe hier runter. Sieht irgendwie ein bisschen vielversprechender aus. Ja. Hier im Bunker, was weiß ich, wie viele Meter unter der Erde, ist hier so eine Schreibmaschine. So eine ganz spärliche Funzel. Und noch immer sitzt er im Bunker bei einem spärlichen Licht. Alles klar, genug damit. Aber ist schon Wahnsinn. Und wenn ihr Toren, Rohre und ganz viele Kleinteile sehen wollen, eines der Technik, dann geht es in die dritte Etage vor den Klimabereich. Ja, und das, was ihr gehört habt, ist das noch intakte Mikrofon. Das heißt, du kannst hier durchsagen, durch den ganzen Bunker machen. In den Raum gehen wir auch gleich mal. Aber bevor wir das machen, haben wir erstmal noch so einen super schönen, geilen Kartentisch hier von unten beleuchtet. Und das ist hier die ganze Deutschlandkarte. Hier ist halt das Mikrofon, mit dem du halt immer noch durchsagen durch den ganzen Bunker machen kannst. Weiter geht's und wenn wir jetzt hier durchgehen, dann kommen wir in einen Raum, der euch allen wahrscheinlich, wenn ihr schon länger am Kanal dabei seid, irgendwie bekannt vorkommen sollte. Denn das hatten wir schon mal. Ich drehe die Kamera um. Und sagt mal, kennt ihr das irgendwoher? Will ich aber wohl hoffen. Also, Kuss geht raus an die treuen Zuschauer hier. Ich denke, ich brauche es nicht nochmal zu erklären. Ja, ist halt dasselbe Prinzip wie damals, ne? Ist quasi so, wenn du hier anrufst, dann wirst du hier mit dieser Zentrale verbunden, ne, mit dem Hörer hier, und dann musst du ihm sagen, zu wem du verbunden werden willst. Dann wird hier das passende Kabel eingesteckt und ja, ist auch irgendwie ein bisschen anders als das Pult von damals. Vom Prinzip her ist es das gleiche, aber es ist irgendwie so ein Tick moderner, habe ich das Gefühl. Es ist immer wieder aufs Neue faszinierend. Auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Pult, ich weiß nicht, was du hier gesteuert hast. Es irgendwie ein bisschen anders. Also auf jeden Fall nicht mit Kabeln, die du einsteckst, sondern eben hier alles nur Knöpfe. Aber auch diese super geilen Hörer hier. Ja, auf dem Gang sind auch nochmal ein paar Geräte. Ich weiß nicht, wofür das hier ist. Das ist irgendwie ein bisschen wie das große Pult, nur in klein. Auch irgendwelche riesigen Maschinen hier. Ich habe wirklich keine Ahnung, was du hier mit einstellen konntest. Nicht mal ein Ansatz. WK, ZWK, PK. So, und ein Raum weiter. Einmal in die Runde ganz viele Fernsprecher. Ich denke, ihr merkt allein schon wieder anhand von diesem Raum hier, dass ich absolut keine Ahnung habe, was ich dazu sagen soll. Es ist halt nicht so ein klassischer Lost Place, ne, wo du auch manchmal einfach so Verfall hast, sondern es ist alles da. So eine alte Technik, selten gesehen, wirklich. Ich habe das selten gesehen auf so einem Fleck, so viel alte Technik. Und es ist auch noch dieser typische alte Geruch hier. Jawohl. Wir bitten um Ruhe. Natürlich. Im Tonstudio verhalten wir uns natürlich leise. Aber wie ihr schon hört, die Akustik verändert sich ganz schlagartig. Fast irgendwie schon ein bisschen modern hier oben, findet ihr auch? Wie diese neumodischen LED-Panels. Diese steinalten Mikrofone hier. Sennheiser-Mikrofone haben wir hier, 2 Stück. Hier eingebaut in so eine kleine Konsole, sag ich mal.
Dann sind hier die ganzen Anschlüsse und Kabel, gehen dann rüber zum Mischpult und allem. Da gehen wir gleich auch noch rüber. Wieder zwei Telefone. Ich weiß nicht, was die ganzen Telefone hier zu suchen haben immer. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber hier zum Mischpult. Ja, guckt euch das an. Hier auf Tonband wurde damals noch aufgenommen. Wahnsinn. Es ist so krass. Leute. Ihr wisst, ja, ich lege auch zum Beispiel in meinen Videos eigentlich echt immer viel Wert auf Qualität. Unter anderem halt auch auf Audio. Und ich kenne mich auch so ein bisschen damit aus. Und jetzt wirklich hier so eine steinalte Technik zu sehen. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Mein Mischpult, das ist überhaupt nicht zu vergleichen damit. Dieses alte Buch hier. Dahinter ist dann die Sing- bzw. Sprachkabine. Und hier drüben ist dann das komplette Aufnahmepult. Hier die beiden Tonbandspulen in der Mitte des Mischpult, wo du hier mit den Reglern alles einstellen konntest. Lauter Knöpfe und so weiter und so fort. Pegel. Hier drüben sind die ganzen Sicherungen von dem Spaß. Es ist so unfassbar, Leute, wirklich. Hier hinter haben wir die ganze Tontechnik, worauf das alles läuft. Seht ihr mal, was man damals noch gebraucht hat. Heute hast du so ein kleines MP3-Player oder im besten Fall sogar noch auf Spotify auf deinem Handy. Aber wo das eigentlich herkommt, diese ganze Musik. Und ich sag mal, heute wird es natürlich auch anders aufgenommen. Ne? Heute gibt es MP3s, heute gibt es was weiß ich für Techniken, aber auf jeden Fall das, Leute, das ist richtige Musikgeschichte hier. Beziehungsweise allgemeine Audiogeschichte. Was du damals alles noch gebraucht hast, ey. Und heute ist das in so einem kleinen Chip verbaut. Mal gucken, ob wir das Ganze nochmal mit Strom kriegen. Und wie ihr seht, alles leuchtet. Das heißt, jetzt haben wir auch nochmal Strom drauf. Und Musik geht auch noch, richtig? Ja, zweiten Hebel von rechts hochschieben. Zweiten Hebel, der hier? Ja. Machen wir schnell mal wieder aus wegen Copyright. Aber ist echt cool. Also, mega, mega nice. Und das ist dann quasi Live-Radio jetzt von draußen, genau. Also. Und das empfangt ihr hier drinne wie? Über? Antenne draußen im Wald und das Kabel geht dann halt. Irgendwo im Wald versteckt eine Antenne. Ja. Schön. Drüben ist übrigens die Elektroanlage. Das heißt, die Stromversorgung hier vom ganzen Bunker. Und ihr seht auch, hier ist wieder ein übelst fetter, massiver Schaltschrank. Und dann kommen wir hier in die Notstromanlage. Dann haben wir hier, wie wir das kennen, die beiden Schiffsdiesel. Das hatte ich schon mal im letzten Bunker erklärt. Das sind quasi Schiffsmotoren, die hier eine Dauerleistung erzeugen in diesem Generator hier. Der Generator erzeugt dann dadurch Strom und speist es dann, ich glaube drüben in den Batterieraum speist er das ein. Und von da aus geht es dann eben direkt in die Stromversorgung des Bunkers. Hier drüben ist nochmal ein großer Schaltschrank, Maschine 1, Maschine 2, also für die beiden Generatoren. Und auch das ist halt wieder so... Krass, ne? Mit so einer alten Funzel da drin. Keine LED, nichts. Eine alte Lampe. Und was halt wirklich niemals auch fehlen darf, ist die Wasseraufbereitung, weil, angenommen, ihr seid hier im Bunker, braucht ihr natürlich auch frisches Wasser. Und das ist ein ganz typisches Ding für Atomschutzbunker, dass das Wasser eben aus dem Grundwasserspiegel genommen wird. Wenn du von draußen kein frisches Wasser bekommst. Gab es hier vermutlich auch irgendwo, vielleicht hier oder so? Eine Grundwasserpumpe, das Wasser wurde dann hier gefiltert in den Kesseln und dann eben von hier weiter in die Leitungen gepumpt. Drüben dann die entsprechende Steuerung. Ich finde diese ganzen alten Schaltschränke irgendwie so geil. Jeder sieht auf seine eigene Weise irgendwie krass aus. Genau, und dann eben hier Brauchwasser, Kessel 1 von 2, Reservetank, Trinkwasserkessel 3 und hier in der Ecke haben wir noch WC und Waschraum. An der Seite finde ich sehr, sehr witzig, so einen kleinen Lagerraum neben den Toiletten mit diesen ganz alten Waschmitteln hier. Blitzbleiche. Das ist alles so alt. Wenn wir dann in den Bereich gehen, der hier für jeden zugänglich ist, dann stehen wir hier im ehemaligen Bad. 4 Waschbecken auf jeder Seite. Hier drüben auch nochmal 4. 2 Duschen und so ein Föhn, wie ich ihn bisher eigentlich immer nur aus dem Schwimmbad kenne. Zum Hoch- und Runterschieben, wobei es auch das schon kaum noch gibt. Jetzt haben die da immer normale Föhne eingebaut, wo einfach das Kabel irgendwie in der Wand verschwindet. Aber das kenne ich auf jeden Fall auch noch.
Übrigens, weil ich ja gesagt habe, ich zeige euch das Ganze nochmal von außen. Ja, hier ist ja das Gelände. Hier geht der Zaun lang. Dann sind hier zwei Garagen. Und direkt hier hinter geht es in den Bunker. Drüben ist die Tür. Und da geht es dann halt hoch. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Wir haben unsere kleine Atomkatastrophe überstanden. Spaß beiseite. Schreibt wie immer gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Das Video ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich wollte es trotzdem noch hochladen. Genau, und dann würde ich sagen, schönes Wochenende, bis zum nächsten Video. Ciao!